Das hier ist ein Chunk, solltet ihr alle kennen. Aber heute ist dieser Chunk ganz umgedreht. Wir haben mit über 80 Spielern eine Wette daraus gemacht, wer es schafft, diesen Chunk komplett umzudrehen. Dabei bekommen die ersten drei Plätze coole Preise. Das Ganze ist im Stream entstanden, twitch.tv/jandailystreams. Ansonsten gönnt ein Like, ein Kommentar und so weiter, ihr wisst, für den Algorithmus. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Alle haben denselben Chunk. Es ist komplett idiotensicher. So idiotensicher sogar, dass Krusty es sogar schaffen könnte. Yeah. Wir haben Efficiency 5, Silk Touch. Ihr müsst versuchen, diesen Chunk hier abzubauen. Habt dann eine Vorlage von einem Chunk. Ihr seht, die Items sind instant im Inventar. Und das ist wirklich sick. Krusty cheated. Wieso hat Krusty 6%? / bann Krusty. I'm done, Krusty. Wow, Digga, ich werd gebannt, Digga. Krusty cheated immer. Das ist satisfying. Guckt euch das an. Oh. Aspect of Warrior, People Love. Tian. Gut gemacht, Aspect. Genau so sieht der Chunk aus. Es wäre natürlich langweilig, wenn es keine Special Features gäbe, wie diese Höhle. Das ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Wir haben einen Mineshaft eingebaut. Der sieht jetzt ein bisschen weird aus. Stellt euch einfach vor, der ist umgedreht. Und ihr habt hier oben eine Höhle. Es sind ein paar tricky Features in diesem Chunk drin. Links neben mir ist jemand, der zwei Blöcke abgebaut hat und dann gelieft ist. Perfekt. Okay, er ist hier schon beim Deep State. Ah, oh mein Gott, er macht das so smart. Er hat sich nach oben gegraben oder irgendwie ist nach oben geflogen und baut jetzt von oben ab. Hä, ich habe das legit nicht so gemacht. Es ist dumm, wenn man nicht direkt auf die Idee gekommen ist. Wir tun mal so, als wäre ich direkt auf die Idee gekommen, hier oben abzubauen. Oha! Wer ist das hier? Aberon! Der Kollege hat das schon mal sehr smart gemacht. Bin ich so blöd, dass ich es als einziger nicht gecheckt habe? Tian, den Wort verlassen. GG, besser ist es. Was ist das? Tian ist cool. Geil! Was macht er? Digga, was ist das? Han 77777. Er hat einen Rickroll-Skin. Ha, lustig. Digga, was ist das für eine Taktik, Bro? Wollte gucken, ob da keine Barriers sind. Er wollte cheaten. So ein Schlingel. Das hier ist interessant. Muffin 06. Ich glaube, das ist dumm. Cool, dass du die Mühe gibst, aber ich glaube, das ist übel dumm, was du da machst, Kollege. Er, okay, er macht irgendeine Katastrophe. Ich weiß nicht, was das ist, aber gut. Was zur Hölle ist das hier? Was macht ihr? Chunkbesitzer. Ah, da war Krusty. Aha, ja, war klar, dass das von Krusty war. Was ist das? Hier ist jemand, der geliebt ist, glaube ich. Krusty. Warum schreiben alle Krusty? Kohaku Ken ist erster. Kohaku Ken, ist das nicht der Sweat? Ich glaube, der ist ein Sweat. Kartoffelsalat. Muss auf. Bro, du bist Platz 2. Technisch gesehen bist du Platz 1. Und du machst sowas? Und ich habe mich schon gewundert, wie er es hinkriegt. Oh, er macht hier so eine hohe Wand. Manche bauen einfach so. Ich glaube, das ist aber trotzdem dumm. Ja, also das hier ist Quatsch. Nein, Bro. Ich glaube, er hat sich ein bisschen von der Größe vom Haus verschätzt. Das ist einfach das Hobbit-Haus. Vorher? Nachher. Was ist das? Denkst du ernsthaft, dass du so gewinnen wirst? Alle von euch bekommen jetzt Haste. Oh, oh. Ha, oh, jetzt geht's aber viel schneller. Oh mein Gott, das ist ja viel besser. Alter, Junge, das geht so schnell. Was machst du hier? Meine Mama hat gesagt, ich soll auf Ball. Aber ganz ehrlich, mit dem Haus, also, naja, sorry. Wie sieht's denn bei Platz 1 aus? Junge, er sweatet so rein. Oh, gut gemacht, Lenis. Geil, Alter. Oh, er macht sich hier so einen Tunnel, damit er mal gucken kann. Schlau. Aber bis jetzt hat er eigentlich auch nur hier das Ding ausgefüllt. Oh, Leute, sagt ihm nicht. Stell dich mal vor, das hier würde jetzt den Unterschied machen am Ende. Oh, no, no, no. Robby hat schon die Höhle fertig. Nee. Ich glaube, Robby ist hier ein starker Favorit. Oh, Juli ist aber auch smart. Robby wurde überholt. Notfall. Ungelogen mit dem Sonic-Skin. Das heißt was. Fast as Lightning. Okay, ungelogen hat ein bisschen geschusselt hier. Na, 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 na. Ken sitzt mittlerweile auch an der Höhle und ist schon da drüber und hat sogar noch Erze geplaced. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nee. Wait, bin ich dumm? Oh, oh nein. Oh nein, Leute. Oh mein Gott. Er sieht den Fehler. Was? Oh mein Gott. Okay, er hat den Fehler gefunden. Ah, du kleine Halunke. Oh mein. Ich sag nix, Leute. Ich sag nix. Haha, Sabotage! Dieses Event gibt mir Schmerzen. Ich baue gerade 33.000 Blöcke ab. Ja, ich habe die Zahl gesagt, Leute. Ich habe es gesagt. 33.000. Robby Swagstyle gleich bei 50%. Und der Mann ist sogar so ein Macher, dass er die Erze hier hingeplaced hat. 2WC, gut dabei. Ist jetzt auch gleich bei meinem Chef. 2WC hört übel auf. Ich glaube, 2WC hat tatsächlich eine Chance, Robby zu überholen und den Win für sich zu holen. Ich scheitere legit gerade daran, eine Kugel zu bauen. Mann, ich check's nicht. Hab keine Geduld. Deswegen baue ich ein Haus, lol. Okay, so kann man es halt auch angehen. Wir sabotieren nun Platz 1. So, Robby, was jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Nix damit, Win.
Alter, das ist asozial, WTF, sorry. Überall, wo rechts jetzt auf dem Scoreboard Punkt steht, sind Leute, die weit waren und dann geliefert sind. Also ihr seht, es ist nicht was für jeden. Someone hat es geschafft, den kompletten Chunk abzubauen. Robby, ich hoffe, du findest den Sinn des Lebens wieder. Coco der Affe. Wenn ihr bis jetzt geschaut habt, schreibt Coco der Affe in die Kommentare. Alle, die jetzt bis zum Ende mitspielen, kriegen eine Autogrammkarte. Und ich sehe, wer nochmal neu reinjoint und sowas. Ja, Robbe 5 hat das Spiel betreten. Ach so. Was bekomme ich, wenn ich schaffe zu sterben? Digga, Retalk, wenn du schaffst zu sterben, kriegst du einen Sub. Ja, stirb mal, Flo, komm. Flo, das war's, ne? Ich bin ein dummer Ochse. Ich kann damit abbauen? Ich bin so ein Vollidiot, Digga. Ich habe nur Scheiße im Kopf. Ein bisschen Spent hat länger gebraucht, weil er das hier alles guten Gewissens gebaut hat. Aber jetzt füllt er alles No-Brainer-mäßig mit Stein aus. Das heißt, er wird wahrscheinlich Platz 1 überholen. 2WC ist auch sehr, sehr weit. Hat jetzt eigentlich auch fast nur noch Stein vor sich. Schau mal, ob im Chunk irgendwo Löcher sind von Robby. Ich frage mich, was das hier ist. Aber, ach so, er macht die Höhle. Romex fängt gerade auch an, die Höhle zu bauen. Er macht das auch so ein bisschen nach dem Prinzip. Ey, das ist so krass eigentlich. Er macht das genauso wie Robby, hier so diese zwei Vorlagen anzufangen. Hi, ich habe so gegrindet. Riesen Among Us. Respekt an alle aus der Top 10, die bis zum Ende dabei waren. Zweiter und dritter Platz kämpfen gerade um den zweiten, um die Maus. Der Mensch sitzt hier seit vielen Stunden und ackert sich die Finger ab. Romex baut hier auch schon den Dirt Part. Er geht das Ganze ein bisschen anders an, aber kann er Robby noch aufholen? Jetzt muss er natürlich ein bisschen freestylen, wie das Haus aussehen könnte von innen. Navi hat einfach irgendwie die Türen ausgedribbelt. WTF? Hä? Navi, wie hast du so viele Türen? Okay, er hat irgendwie, glaube ich, er hat die Challenge gewonnen. Leute, wir haben den Insgeheim-Gewinner dieser Challenge. Nee, jetzt ernsthaft, WTF, wie? Craften? Oh mein Gott. Robby Swagstyle, 99,7%. Business Band und Romex immer noch nah aneinander. Mir fällt gerade auf, dass dieser Baum da nicht war. Der Baum ist hier vergessen worden. Egal! Oh mein Gott, okay, der Baum sieht ja genau aus wie auf der anderen Seite. Gut gemacht. Hey, Robby, ihre Häuser sind nicht so deins. 99,9%. Und 100%. Nach 6 Stunden hat er es geschafft. Das Event wird wahrscheinlich so eine Stunde und 20 Minuten gehen. Also, er hat den gesamten Chunk abgebaut. Ansonsten, ja, okay, die Redstone-Erze ist nicht so sick. Aber die Höhle ist 1:1. Gespiegelt, fast, würde ich sagen. Die Höhle sieht gut aus, ja. Mineshaft auf derselben Höhe vom Detail. Naja, also es müsste eigentlich durchgehen. Das ist ein Minuspunkt, muss ich sagen. Die Höhle hier sieht so aus. Und die hat Robby so gebaut. Ja, kann man machen, ne? Das Haus. So sollte es aussehen von innen. So hat es Robby gemacht. Naja, okay. Also, es ist nicht schlecht. Dafür, dass man nur die eine Seite sieht. Und Robby hat damit auch gewonnen, weil er hat es halt als erstes geschafft. Es gibt keinen Konkurrenten. Romex spielt nämlich die Qualitätskarte. Er versucht es, so gut wie es geht, nachzubauen. Platz 2 und 3 sind ganz andere Vorangehensweisen. Romex ist erst bei 97%, hat aber das Haus schon angefangen zu bauen. Währenddessen Business Band hier erstmal das Gras macht. Was ist das eigentlich? Ich meine, wir sind ja gerade bei der Siegerehrung, aber was zum Henker? Wollte der sich über die Border bauen und zum anderen Chunk springen? Der Typ wollte sich wirklich zu Border. Aber nein, wir haben hier überall noch Border. Ha! So, Romex baut hier das Haus. Und ich muss sagen, Romex schafft das Haus besser als Robby. Er macht irgendwie so hier so Busch oder sowas. Yo. So, Business Band ist bei 99,92% und holt ziemlich sicher den zweiten Platz. Romex hat das Haus hier, wenn auch irgendwie komisch, nachgebaut. Business Band hat es geschafft! Ganz knapp. 1% weit weg von Platz 3, 2WC. Das Haus ist wirklich Müll. Aber von der Form her ist es okay. Die Höhlen kann man machen. Die Details im Berg, joa, lass ich so. Der Mineshaft. Immerhin geht er hinten durch, nicht wie bei Robby. Die Höhle ist eigentlich auch gut. Also, das ist approved. 2WC baut hier schon das Haus. Wie sieht es bei Romex aus? Romex baut hier irgendwelche Erze obendran. Eieieiei, Romex. 2WC holt hier den dritten Platz. Das Haus ist absoluter Reinfall. Ich weiß nicht, könnt ihr alle keine Häuser bauen? Okay, also der obere Teil ist wirklich komplett Müll. Bergteil an sich gut, Höhle gut. Mineshaft, ja, hat auch leider hier kein Loch am Ende, aber das hier ist schon mal cool. Höhle am Ende ist okay. Und alle Blöcke abgebaut. Romex, du bist Platz 4 mit nicht mal 1% Abstand zu Platz 3. Ja, Romex, du hast jetzt einfach irgendeinen Kleister da oben hingepackt. Clap in den Chat für alle, die mitgemacht haben. 6 Stunden. Das war's. Hoffe, es hat euch gefallen. Herz. Und ihr gebt jetzt auch ein Herz auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.